So, willkommen heute zur ersten Folge der neuen Season bzw. der Breach League Season. Und ja, ihr seht schon, hier ist nämlich ein neues Ding noch dazu gekommen. Es gibt nämlich neue Stash Tabs, aber die zeige ich euch gleich, nachdem ich euch die anderen Stash Tabs, also den neuen, den es da schon gab, gezeigt habe. Und sobald ich mich gemeinsam mit euch von meinem letzten Charakter aus der Essence League verabschiedet habe. Zunächst der Abschied von meinem Charakter, der mich in der Essence League begleitet hat und der jetzt gerade mal bis Level 41 gekommen ist. Und was ich euch da noch zeigen möchte, ist nämlich eine Neuerung, die ich dann gefunden habe und die jetzt am Wochenende auch im Sale war, und zwar die Currency Tabs. Inzwischen sind die auch ziemlich notwendig geworden, weil wenn ich mir anschaue hier, wie viele Tabs ich nahezu voll habe mit irgendwelchen Währungen oder halt zumindest wo ein Haufen Währungen rumliegen von allen möglichen Seasons, Events und was auch immer, wo ich schon mal mitgespielt habe, also die hier sind wenigstens richtig ordentlich voll. Und ihr seht, die brauchen eine Menge Platz und da ist es jetzt so, dass diese Currency Tabs kann ich hier 5000 pro Element letztlich voll baldovern. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, einfach die Tabs hier frei zu bekommen bzw. die dann wegzubekommen. Denn was ich auch festgestellt habe, dass hier was geändert wurde, und zwar ich hatte vorher ja auch so verschiedene Bundles schon gekauft, wo ich einfach Premium Stash Tabs dazu gekauft habe. Und irgendwann haben sie die umgestellt, sodass die letztlich mit den ganzen anderen irgendwie verheiratet wurden und die deswegen nicht mehr einfach ans Ende gesetzt wurden, sondern irgendwo teilweise hier irgendwelche anderen Plätze eingenommen haben. Es ist auch relativ egal, weil ich starte eh gleich in der neuen League, da habe ich die dann gleich wieder alle leer. Auf jeden Fall gibt es neben diesen Currency Tabs, gerade gestern oder vorgestern sind die jetzt dann rausgegangen, und zwar die zeige ich euch kurz im Shop. Ah, hier unten. Also das ist der Currency Tash Tab. Den gab es dann für 60 Münzen im Rabatt und es gab gleich zwei auf einmal. Also schon ein recht großer Bonus. Und was jetzt die neuen Interessanten noch sind, also einmal hier der mit den Karten, wo man letztlich dann auch alle Karten in einem Stash Tab zusammenbekommt. Mal gucken, wie da ein Discounted da aussieht. Dann Premium Quad Stash Tab. Gut, da habe ich jetzt nicht so viel Verwendung für, obwohl es gegenüber dem normalen Premium zumindest noch 10 Münzen günstiger ist. Also jedenfalls gegenüber den Einzelnen ist es günstiger, weil wenn ich hier von 4 kaufe, sind es natürlich 160 und hier bekomme ich dann den Platz von 4 auf einem Tab für 150 immerhin. Aber das ist jetzt aus meiner Sicht für mich nicht so sinnvoll, aber das, was natürlich hier noch neu dazu kommt, ist der Essence Dash Tab, der dann auch nochmal 40 kosten soll. Also mal schauen, wie viel die dann im Rabatt kosten und weil etwa, ich glaube, 10 Punkte waren 1 Dollar oder halt so ein bisschen günstiger sind sie im Euro-Bereich dann noch. Und dann mal schauen, was ich da noch dazu hole. Also sobald wir zumindest in irgendeinem Sale sind, werde ich mir das nochmal überlegen. Bye bye, mein lieber Charakter. Und ja, aus der Essence Play und jetzt auf in einen neuen Charakter. Ja, also ich werde erstmal wieder in der Standard Breach League jetzt starten. Und ja, nochmal versuchen mit meinem Ranger dort irgendwie vorwärts zu kommen. No life can be owned. Not a deer's, not a rabbit's and not mine. My freedom and my bow, that's all I need. So, dann schaue ich mal, wie schnell ich heute in der ersten Folge dem ersten Breach begegnen werde. Und dann auch die erste Folge letztlich damit abschließen werde. Mit dem neuen Charakter auf in die neue League. Wo? Ah, okay, da liegt sie. Ich dachte schon, wo ist sie denn hin? Aber okay, sie liegt noch halb im Wasser diesmal. Sonst stehen die doch immer. Ich glaube, das sind auch die Neuerungen. Also ich habe jetzt DirectX 9, aber irgendwie die erweiterte Version aktiv. Mal sehen, was sich da tatsächlich alles noch so geändert hat. Und auf jeden Fall jetzt am Anfang natürlich nochmal den Filter ausgeschaltet. Genau, weil am Anfang brauche ich jetzt noch den ganzen kleinen Krimskrams. Täuscht es oder glänzt es tatsächlich irgendwie stärker? So, jetzt fehlt wieder nur noch Brutus. Hillock ist es ja an der Stelle. Finde ich auch.
So, also der erste Skillpoint Richtung Projektil Damage. So, mal sehen, wann ich jetzt ein grünes Item finde, um den Spit Arrow auch verwenden zu können. Und letztlich jetzt hier in dem Stash Tab, da kann ich jetzt ein bisschen sehen, wie viele ich letztlich als Premium Stash Tabs verfügbar habe. Also die anfangs habe ich aufgewertet, dann noch ein paar Mal nachgekauft. Ich weiß nicht, wie viel Standard waren. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo sind, beziehungsweise, ja, hier sind meine Currency Tabs. Das heißt, die letzten beiden sind die Currency Sachen. Was natürlich ein bisschen unpraktisch ist. Aber zack, nach vorne damit. Und dann geht das schon. So, damit habe ich jetzt meine Currency Tabs nach vorne. Und hier habe ich auf jeden Fall eine gute Übersicht, wie viele Tabs ich habe. Bin hier schon gespannt, die das erste Mal so zu verwenden. Aber jetzt kann ich das Zeug erstmal noch selber gebrauchen. Ich habe noch nicht mal ein Portal-Scroll dabei. Na, okay. Also, auf in die Wildnis und also beziehungsweise weiter an der Küste entlang. Genau, bevor ich es vergesse, was ich eigentlich noch machen wollte, mir die Challenges noch anzuschauen. Also zum einen gibt es ja hier so eine Neuerung. Ja, also dass hier jetzt solche Balken eingeführt wurden. So, keep a breach open für 30 Sekunden. Okay, das ist dann die erste Challenge. Dann wieder so normale Encounters. Okay, kill a Rouge Exile, kill a Post Monster und so weiter. So, dann die Currency-Items benutzen. Gut, das ist, denke ich, jetzt auch nicht so schwierig. Das sind alles ziemlich normale, ja. So, activate these Waypoints. Okay, diesmal nur bis zur Library. In Normal Difficult. So, eine Wahl-Area komplett clearen. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon. Dann, ja, okay, die ganzen Akt-Bosse, das war auch ähnlich. Gut, Essenzen zu verwenden, Woe und Greed und Hatred waren ziemlich früh, Contempt kam, glaube ich, ein bisschen später. Gut, Breach Monster, mal sehen, wie häufig die dann sind, wie schnell das funktioniert. Das war ja das, was ich auf jeden Fall nicht mehr geschafft habe, die Zweier-Encounter, Rouge Witch, Fulfilled Prophecy, das habe ich ja durchaus geschafft. Und mit Two Tournament Spirits, das hätte ich auf jeden Fall auch schon gehabt. So, dann Cruel Quests. Okay, Master Missions, gut, von jedem irgendwie 10 und von 5 soll ich insgesamt jeweils 10 erfüllen. Okay, mal schauen, wie lange das dauert. Dann Cruel Act Bosses, also dass ich Cruel durchspiele letztlich. Dann Currency, gut, das ist wieder genauso wie beim letzten Mal eigentlich auch. Gain Splinters von Monster, okay, Splinters, das sind die teilweise die neuen Sachen, die jetzt hier in der ja, Breach League relevant sind, um dann letztlich die Monster zu Hause besuchen oder beziehungsweise die Anführer der Monster. Okay, Wahlbosse, gut, das sind halt verschiedene Wahl-Areas. Unique Strongboxes. So, Rare Monsters in Merciless. Und dann Unique Monsters, auch in Merciless. Genau, das sind die Breachlord Domains, also dazu brauche ich eben diese Splinter, um die zusammenzusetzen und dann auch mit diesem Kartendevice letztlich dort einzubrechen und den zu Hause auf den Keks zu gehen. 1000 Rare Monsters, das wird eine Weile dauern. Okay, 100 Unique Items identifizieren, wobei die wahrscheinlich nicht eindeutig sein müssen, einfach, ich kann auch, wenn ich das gleiche mehrfach habe, wird es wahrscheinlich auch zählen. Gut, dann Hideout wieder vergrößern. Gut, dann noch in Merciless auch die Aktbosse killen. Level 90 erreichen. Level up again to Level 20. Jetzt bin ich vor allem mal noch gespannt, wofür man letztlich auch Hardcore zwangsweise spielen muss, um bestimmte Sachen zu schaffen. Okay, das sind die Breach-Items, die sehr spezial Fähigkeiten haben, die dann auch teilweise nur in den Breaches aktiv werden. Archiv Extension. Ah, okay, das sind die Labyrinthe, wovon ich ja gerade mal das erste im Normal mir bisher angeschaut habe. Gut, dann verschiedene Encounter nochmal zusammenzubringen. Gut, dann alle Breachlord zu töten. Upgrade Breachlord Items. Upgrade to any 10 von den folgenden 17 Unique Items. Okay, was auch immer ich da upgraden soll oder mit was, mal schauen.
Beyond Demons. Also irgendwie ist es wohl so, dass die Breach-Monster selber nochmal Beyond-Sachen fallen lassen. Und da war es ja so, wenn genug von diesen Beyond-Portal-Dingern zusammenkommen, dann kommen irgendwann die ganz, ganz großen Beyond Demons, die jetzt auch wieder da sind. Also mal schauen, wie schwierig das wird. Okay, korrupte Juwelen. Dann, ja, das ganze Endgame-Map mit den Rare-Maps. So, Sextant Moods, die sind dann auch auf der Karte irgendwie abzulegen, damit die dann die Karten aktivieren. Complete Bonus-Objekte in 25 different Tier-Maps. 11 oder ja. Okay, da weiß ich noch nicht genau, wie diese Bonus-Sachen funktionieren und wie schwierig die sind. Gut, Twinned Maps. Mal schauen, wie das wieder ist dann. Gut, Divination Cards. Complete Map Tiers. 10.000. Ja, das wird auf jeden Fall einige Zeit dauern. Kill the Shaper. Okay, das heißt, ich kann das alles in... Also ich kann alle Challenges vervollständigen, ohne dass ich einen Hardcore-Charakter brauche. Okay, mal gucken, wie gut ich mit einem Ranger in diesem ganzen Endgame-Spiel dann unterwegs sein kann. Aber ja, da gibt es noch viel zu tun, also auf geht's. Okay, da kommt dann schon... Die erste Kleinboss. Okay, da hinten steht schon der Hail Rake, wo ich jetzt die Medicine Quest, Medicine Chest bekomme. Oh, ein goldener Bogen. Ja, der Necromancer. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, diese komischen Rauchschwaden sind neu. Kürbisse oder sowas ähnliches. Oh. Der erste Master. Und das nächste Bossvieh. Und das nächste Bossvieh erledigt. Habe ich den jetzt schon besiegt oder war das jetzt ein Karui Spirit ohne Monster? So, der erste Geist zurückgebracht. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ist da die erste Hand. Das heißt, das erste Breach. Du! Aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal, bevor ich mich diesem Breach widme, die Area fertig machen. Und dann mal schauen, was mich da genau erwartet. Und dann, ja, gleich noch den nächsten größeren Block aktiviert. So, da ist dann die Krabbe, der Deep Dweller. My mana is gone.
So, dann jetzt die Breach geöffnet. Und mal gucken, was da jetzt genau passiert und wie viele Monster da auftauchen und so weiter und so fort. Und ob es mir gleich gelingt, die für 30 Sekunden offen zu lassen. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt anstellen soll. Nein, nicht weg, nicht schließen. Wieso schließen du dich schon? Okay, aber immerhin, ja, die erste Challenge completed. Und zwar, dass die für 30 Sekunden offen geblieben ist. Oder mindestens 30 Sekunden. Aber was ich da jetzt genau anstellen soll, habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig mitbekommen. So, ich gehe dann jetzt noch bis zum nächsten Wegpunkt. Ich werde jetzt die Level hier, die ich jetzt hier schon angefangen habe, noch abschließen. Und dann ist das für die erste Folge auch ausreichend. So, und da ist jetzt schon die Wood Princess, die aber auch jetzt ziemlich leicht zu erledigen ist. Hey, da ist Elrond. Der nächste Master hat mich aber noch nicht gesehen. Na, gilt's mal wieder, das Ding zu beschützen. Na dann. Erledigt. Oh, die erste Essenz. Und was gibt's für eine? Wow. So, da ist jetzt dann auch der Hügel für die, ja, für wieder den Boss aus der Area. Der Bosshügel. Und Kaduku. Und Kaduku ist hinüber. Ah, die zweite Essenz, Hatred. So, jetzt mal schauen, wo es jetzt da weitergeht. Okay, rechts lang. Okay, da hätte ich nämlich auch noch mal eine Regeneration. Und Life Regeneration. Okay, also Richtung Life Regeneration erstmal. Ja, soweit dann an dem Wegpunkt. Für diese Folge ist erstmal Schluss. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Archer, der ja hier in The Climb ist. Und dann natürlich weiter zu Botos ins Gefängnis und darüber hinaus. Ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich Akt 1 dann auch schon abschließen. Ich werde die Folgen diesmal etwas kürzer machen und eigentlich nur die Bossfights zumindest bis Akt 3 soweit drin lassen und erst Akt 4 dann wieder noch ein bisschen ausführlicher spielen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!